Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video auf diesem Kanal hier. Erneut oben in unserer Wohnung, folglich kein Tabak-Review, sondern ich möchte euch wieder einmal eine Pfeife vorstellen, die sich schon lange bei mir im Besitz befindet. Konkret geht es diesmal um dieses schmucke Stückchen hier. Ganz recht, es ist aus dem ehemaligen Hause Design Berlin, das Modell Schwerin Nummer 61. Hier ist das tolle Stück nochmal. Diese Pfeife hier hatte ich mir vor vielen Jahren bei Darmpipe bestellt. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, Ewigkeiten gefühlte. Ich schätze mal so 20 Jahre werden es wohl sein. Die hatte mir im Katalog damals sehr, sehr gut gefallen. Die Form, also das Shape. Und schaut euch die Pfeife nochmal an. Die Form hier vorne erinnert so ganz grob an den Bug eines Schiffes oder vielleicht sogar eines Drachenboots, keine Ahnung. Jedenfalls, sie hat es mir sehr, sehr angetan. Und schaut euch mal die Maserung dazu an. Für eine Serienpfeife ist diese doch sehr gefällig, ich finde. Dazu passend hier ein Ring aus 925er Silber, ist auch entsprechend gestempelt. Und was für Design Berlin natürlich absolut typisch ist, das ist das Mundstück, mit dem man hier sehen kann, doppelten Rauchkanal. Die Werbung von Design Berlin hat ja damals besagt, dass dieser doppelte Rauchkanal einen besonders kühlen Rauch hervorbringen soll. Ganz ehrlich, das kann ich in dieser Form nicht bestätigen. Die raucht sich genauso gut, genauso kühl wie jede andere Pfeife auch. Man hat ja die doppelte Arbeit beim Reinigen des Mundstücks, das ist eigentlich das Einzige. Und Design Berlin hat halt mit diesem doppelten Rauchkanal ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, muss man ganz klar sagen. Die Pfeife sieht nicht nur Schmuck aus, sie liegt auch verdammt gut in der Hand. Ich bin ja nun mal einer, der gerne Pfeifen in der Hand hält. Ich bin keiner, der groß beißt. Wobei, das Mundstück würde auch das möglich machen. Man kann die Pfeife zwischen den Zähnen fixieren. Aber wie gesagt, mein Ding ist es nicht. Ich halte sie lieber in der Hand. Hab meinen Ellenbogen vom Handgelenk, vom linken Arm abgestützt. Und ziehe genüsslich an meiner Pfeife. Das finde ich wesentlich angenehmer und vor allem mit einem Pfeifenstück im Mund und dann reden mit vollem Mund gehört sich einfach nicht. Deswegen tolles Shape, tolle Maserung, 1A anliegend. Mir gefällt sie, sie raucht sich sehr, sehr gut. Wird von mir vor allem halt auch für Aromaten benutzt, eher so für die cremigen Aromaten, also Vanille, Karamell, Honig, so in die Richtung. Keine fruchtigen Aromaten. Das ist das gute Stück nochmal. In gewohnter Weise bin ich natürlich sehr daran interessiert, wer von euch aus dem Hause Design Berlin die Schwerin 61 vielleicht ebenfalls sein eigen nennt. Hinterlasst mir doch gerne mal hier eure Kommentare, natürlich dazu, wie euch die Pfeife generell gefällt und vor allem natürlich, falls ihr selbst dieses schmucke Stück hier bei euch zu Hause habt. Wie sind eure Erfahrungen mit der Pfeife? Liebt ihr sie? Habt ihr sie nur im Regal stehen? Raucht ihr sie? Wie steht ihr zu diesem Schmuckstück? Falls ihr so eine haben solltet und sie einfach nicht mögt, ich kenne da mindestens einen Abnehmer, der sie gerne nehmen würde.
Ja, das war es auch schon soweit von mir. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Bleibt mir gewogen. Wir sehen uns auf jeden Fall auf diesem Kanal hier wieder. Ich wünsche euch ein Happy Puffing. Habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.